Ihr wollt wissen, warum ich hier hinten wieder was baue? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal Käffchen. So, erstmal Musik. Besser. Ich habe nicht versprochen, den Spaß hier durchgezogen, aber ich glaube, das habt ihr im Thumbnail erkennen können. Die Kabel reingeschmissen, die Statoren reingeschmissen, die über waren. Und jetzt läuft der Spaß hier schön durch, irgendwo da hinten. Ne? Also jetzt baut alles und ich habe auch unten schon verkabelt oder besser gesagt verbändert, damit da sieht man was laufen, Batterien laufen da durch, da läuft noch die Statoren weg und die hier Platinen laufen, also das Zeug läuft und so weiter, da hinten die Computer laufen, das ist Wahnsinn, es läuft so ziemlich alles. Okay. Dann habe ich geguckt, was brauchen wir denn als nächstes? Und da ist mir ein kleines Problem aufgefallen. Ich brauche 308 von den Rotoren. Ich habe hier noch 60. Ich habe hier noch 102. Macht zusammen 162. Das ist ein Problem. Mir fehlen mal eben geschmeidige 144 Stück. 146 Stück. Das ist nicht gut. Davon haben wir genug. Davon müssten wir theoretisch auch genug haben. Könnte ich aber nachher irgendwo zwischendurch rausholen. Problem ist, wir bauen nirgendwo zwischendurch diese Statoren. Das könnte auch knapp werden. Bedeutet, was ist mit denen? Das dürfte so gerade eben passen. Okay. Also ich mache mir um so ein paar Dinge Sorgen, wie das. Die Kollegen. Ja. Und da weiß ich schon, dass es nicht klappt. Zwei davon machen wir wenigstens irgendwo zwischendrin. Das heißt, das können wir uns dann irgendwie vom Band klauen, vorzeitig, kurzfristig. Oder werden dann zwischendurch gemacht, weil das sind nämlich die Sachen, die wir noch machen müssen. Ah, das Problem ist halt der Rest hier. So. Dann habe ich mir gedacht, komm, machst du zwischendurch. Brauchst du nicht viel Stress drum machen. Setzt du dich in den Zug, fährst einmal zum Lager, kommst du wieder. Egal, wie ich meine Grafikeinstellungen gemacht habe, etwa immer genau. Ne, kommst du? Ja. Es war immer exakt. Wir kommen hier runter, fahren da rum, fahren hier, glaube ich, rum, damit wir irgendwie hier so ankommen. Also hier unten, da ist eine Weiche. Genau an der Stelle ist mir das Spiel jedes Mal abgestürzt, ohne diesen typischen Dialog. Also es ist einfach nur weg. Hat man das Schnipsen gehört? Vorsichtshalber. Also einfach nur weg. Das war nicht gut. Nee, ich habe schon immer, wenn ich hier rumfahre, habe ich hier quasi schon immer Probleme, weil der Wasserfall hier nicht so richtig lädt. Der braucht ewig, dieser hier. Das sieht halt immer schön aus. Die eine Seite ist, also funktioniert, die andere sind einfach Blöcke. Naja. Also habe ich mir überlegt, wir haben. Was ich brauche, ist ein bisschen Eisen. Haben wir hier. Unrein. Reicht auch vollkommen. Wir brauchen an Eisen 4,375. Also ich habe ein bisschen rumgebastelt. Wir machen jetzt eine Fabrik dafür. Kupfererz. Unrein. Shit. Egal. Wir brauchen 9. Kohle. Ist ein bisschen weit weg. Aber auch da nicht so ein Problem, weil ist halt nur ein Band ziehen. Davon brauchen wir 8, irgendwas. Und wir brauchen ein bisschen Wasser. Das heißt, wir holen uns hier Wasser raus, wir holen uns hier die beiden Sachen, schmeißen die hier in unsere Fabrik ran. Fabrik ran. Das Zeug lassen wir dann über das Band wieder hier vorne hinlaufen, einsortieren. Easy peasy.
So. Und das wird jetzt unser Thema für heute sein. Das heißt, ich versuche mal damit auszukommen, ansonsten haben wir da hinten Beton. Wir brauchen Produktion. Als erstes mal, wir machen nur Miner Mark I. Die reichen. Brauchen wir 3 Stück von. Wir brauchen eine Gießerei, weil wir nehmen natürlich auch ein Alternativrezept mit Kupferblechen und Schrauben. Wir brauchen 3 Raffinerien. Da bin ich am überlegen, ob wir einfach den Bauplan für, das waren glaube ich 3 Stück, die Multiraffis hier. Wenn ich das richtig im Kopf habe. So, dann machen wir das. Dann müssten 3 sein. Wenn ich 30 Motoren sehe, sollte das passen. So. Dann brauchen wir, also haben wir das meiste schon fertig, dann brauchen wir 2 und 5 Konstruktoren, also 7. Und wir brauchen einen Assembler. Der Witz ist, dass wir für den ganzen Spaß tatsächlich auch noch genau die Sachen brauchen, mit denen wir Probleme haben. So. Das heißt, wir gehen erstmal hier hin. Moment. So, da sind wir wieder. Okay, wir packen ein paar Sachen ein. Also erstmal, die nehmen wir mit. Wie sieht es kabeltechnisch aus? Das sieht alles gut aus. Wir haben tatsächlich nur die paar Sachen da. Sehr gut. Motoren. Bam. Nein. So. Und wir brauchen noch Bleche. Bleche hatten wir auch irgendwo. Ja, genau hier hatten wir Bleche. So. Und bei meiner haben wir auch. Das passt. Dann. Gehen wir mal darüber. Ich hätte jetzt natürlich auch noch die Alternative gehabt, das Zeug alles über den Safe Game Editor beim Satisfactory Calculator, der mir aus dem einen rauszunehmen oder in den anderen reinzupacken. Oder eben zu sagen, ja komm, ich produziere die ja eh, der ist kein Akt, ich sag jetzt einfach, ich hab das geholt. Aber das wollte ich nicht. Fand ich irgendwie lame. So. Wow, es ruckelt aber auch wirklich überall. Egal wie. Wir fangen an, indem wir das nehmen, da ansetzen und raussuchen. Ich glaube, das wird auch reichen, dass wir da nochmal 10 ansetzen. So. Wie gesagt, das Blödeste ist halt die Kohle, die wir von hinten holen müssen. Oh, jetzt habe ich. Ja, okay, da können wir auch mit Platten oder sonst was arbeiten. Wir haben ja alles Mögliche da. Das ist ja nicht so das Problem. Weil schnell muss das ja nicht hier ankommen, das muss einfach nur hier ankommen. Ist auch schön, wie ruhig das hier ist, weil ich das nicht schnell genug wegkriege. Okay. Also ihr seht, das ist, es ist langsam echt wirklich, wirklich schlimm geworden, das Spiel. Ich hoffe wirklich, dass
es deutlich besser ist, wenn wir, also wenn das Spiel von Early Access, von Experimental auf Early Access rübergeht. So. Und damit wir jetzt nicht einfach nur gucken, wie ich hier irgendwie Sachen hin und her bastel, würde ich vorschlagen, fangen wir mit dem Aufbau an. Wir nehmen uns hier, ach, den Wasserextraktor habe ich vergessen in die Liste zu nehmen. Ich depp. Wir fangen mit euch dreien an. Reißen sie dann wieder ab. Weil sie falsch rumstehen. So, einen noch. Komm, ein. So, da hätte ich sie gern. Passt. Hier müssen wir ein bisschen trennen. Das wollen wir so nicht. Und das auch nicht. Weil das ist jetzt ganz einfach. Auf der einen Seite kommt... Moment. Da kommt Eisen rein. Da kommt Kupfer rein. Und dort... Stimmt auch, dass es da reinkommt, ne? Nein, es kommt auf der Seite rein. Der Seite rein, der Seite rein. Und du kommst weg. Und dann kommt das auf. Brauche ich noch nicht mal hier. Guck mal, können wir anders machen. Da können wir uns überlegen, ob wir... Was ist, wenn ich Kupfer hier reinschmeiße, das hier hinten rumkommen lasse und dann da reingehe? Noch besser. Kupfer geht hier rein. Da geht Kupfer rein. So. Genau. Dich ziehen wir hier raus und packen dich. Nee, nicht da rein. Oh, hab ich so schief? Machen wir nochmal weg. Oh ja, ist so schief. Zack. So. Und da kommt der Kollege dran. Und der Kollege dran. Wasserextraktor. Was kostet mich der denn extra? Und habe ich den vielleicht, kriege ich den einfach so mit, weil ich, Gott sei Dank, ich habe genug zufällig dabei. Alles schön. So. Den schnappen wir uns auch direkt. Plumps. Wäre so die Idee. Ne? Direkt hinsetzen. Dann haben wir das Thema gelöst. Wo können wir ihn denn hinpacken? Da. Theoretisch könnte man den da hinsetzen, aber den setzen wir jetzt so ganz losgelöst einfach dahin. Ich meine, ich habe gar nicht an... Hier habe ich Blech, oder? Da muss eh nur eine 300er Leitung lang. Irgendwo... Ja, Blech habe ich hier. Sehr gut. Dann kann ich das Wasser darüber ziehen. Auch das ist eine Sache, die mache ich dann halt separat. So. Jetzt fangen wir an mit der Kollege hier. Moment. Du kommst hin. Du kommst hier runter, genau. Du machst den und packst dich bitte... da dran. So. Du machst mir... reine Kupferbarren. Du machst mir Kupferblech. Nicht, dass ich das da vorne wegnehmen könnte, aber das soll hier eine einheitliche Konstruktion sein. Und dann passt das schon. So. Du machst mir Eisenbarren. Die Prozentwerte, genau. Kupfer brauchen wir auf 60%.
Ja, muss 9 Kupfer rein. Perfekt. Du musst, glaube ich, auf 1 bleiben. Warte mal, hier kommen 22,5 raus. Hier gehen 22,5 rein. Das passt. Und du musst auf 12,5%. 8,125 bei 3,0. Yep. Passt. Easy. So, den haben wir. Dann gehen wir einen weiter. Das heißt, hier vorne kommt Kupfer raus. Da kommt Eisen raus. Vor das Eisen setzen wir eine Gießerei. Hier ist das. Wir setzen dich so. Können wir auch recht nah dran machen. Weil wir reden von einer. Die bekommt dann noch davor an der Stelle die Kohle rein. Zack. Du dahin. Und du machst mir. Oh, jetzt muss ich auch wissen, welche sind es? Diese hier, ne? Ja. Eisenbarren und Kohle. Perfekt. Auf. Moment. Es müssen rauskommen. 12,188. 12,188. Nee. Das sollte auch passen. Passt. Aber passt schon so. 8,125, 8,125. Jo. Haben wir. Hier hinter kommen 2 Konstruktoren. Ich habe gesagt, ich brauche 7 insgesamt, ne? Aber das Reinsetzen und so, das ist zu kompliziert. Das machen wir jetzt nicht. Produktion. Wir nehmen Konstruktoren. Da ist dein Ausgang. Wo ist dein Ausgang, Kollege? Da ist dein Ausgang. Dann gehst du dorthin. Davor kommt ein Splitter. Den setzen wir daneben. Und ja, das ist hier eine sehr wilde Geschichte, wie wir das bauen, aber das ist mir sehr wild egal. Hauptsache, wir kriegen unser Zeug. Die Zeit sagt, wir haben noch. Sehr gut. So. So. Ich nehme wir hier dran. Und von da aus geht es irgendwo da drüben dran. Oder zumindest da drüben hin. Bam. Fertig. Ihr habt Strom, das hat alles Strom. Wunderbar. Du hast ein Rezept. Du machst mir. Steel Rods. Und du auch. Aber. Du machst bitte nur. (15631) 1,5631. Wow. Das geht ja super. Dich hatten wir richtig eingestellt. Moment, du machst jetzt 12,19. Ja, ja. Du brauchst 12 und du brauchst 0,9, ne? 0,19. Ja, passt. Sehr gut. Und das nächste sind, da können wir tatsächlich unseren Bauplan benutzen. Die 5er Konstruktoren. Da ist auch der Eingang.
Nein, nicht chatten, sondern bauen. Arbeiten. So. Fertig. Ihr macht daraus wieder Schrauben. Das ist aber das klassische Schraubenrezept. Nehmen wir alle. Dahin, dahin, dahin und hier hinten der. Ups. Du, Kollege, wirst aber runtergesetzt. 87,5 machst du nur. 87,5. Oh. Auch das passt. Jetzt fallen wir hier zwischen. Schnappen uns den und setzen ihn mit da dran. Gab es ein Update oder sowas? Bin ich letztens noch gesagt, ey, praktisch, ich kann die einfach, egal. Passt schon. So, das haben wir. Da kommen jetzt genug raus. Dahin. Bam, bam. Da fehlt nämlich noch unser Assembler. Das heißt, da ziehen wir jetzt einfach so weit hier rüber. Fusionator. Macht das Sinn, nach links zu gehen? Nein, wir machen das so. Rein, da rein. Gut. Und jetzt haben wir exakt einen Assembler. Produktion. Die können weg. Haben wir schon. Ups. Dahin. Ein Assembler. Du gehst da rein. Und der Kollege, dieses Band. Oh, das ist ja fast. Es ist fast schön. Also, ne, viel fehlt da nicht, dass es wirklich perfekt gewesen wäre. Nur dieser eine kleine Bogen. Ja, dich brauchen wir nicht. Dich dementsprechend auch nicht. Und euch nicht. So, wir fangen hier an. Logistiktechnisch. Ne, das ist die Wanddurchführung. Wir brauchen die Bodendurchführung. Moin. Können wir auch alles schön hier ändern. Aber wir brauchen definitiv nicht so viel. Ja gar nicht so viel raus. Dazwischen das Stückchen und dahin. Und hier zwischen. Sehr gut. Ja, Farbe ist mir gerade egal. Okay. Wie viel Blech haben wir denn noch? 93. Das wird nicht reichen. Also holen wir uns jetzt da vorne welches und machen dann unten den Anschluss von dem einen Kollegen. Ich muss wieder gucken, welcher das war. Links, rechts, vorne, hinten. In die Ecke rum. Nein. Ja. Oh, ich kann nicht gucken. Sehe ich hier vorne. So, das sollte reichen. Wie viel haben wir noch an? Das dürfte auch reichen, um die anderen Sachen gleich dran zu machen. Schaffen wir das noch? Ah, könnte knapp werden. Könnte knapp werden. Allein wegen Kohle. Ich glaube, das Sinnvollste wäre, wenn ich hingehe und den Spaß eben
ja, also die Bänder eben dran ziehe und das Zeug und euch dann wieder dazu hole. Was haltet ihr davon? Wo ist denn mein Löchlein da? Hinten ist das alles. Da gefällt mir nicht. Erstmal gehst du hier hoch. Ach, eine Pumpe brauche ich auch noch. Das ist ja doof. Hab ich genug für eine Pumpe dabei? So gerade eben. Wo muss die hin, die Pumpe? Moment. Pumpe? Pumpe. So, Pumpe pumpt. Pumpe kriegt. Pumpe pumpt. Der Leichtschiebe Punkt kriegt das auch. Da kommt Zeug an. Okay, sehr gut. Ich mach mal eben Bänderkabel und dann gucken wir uns wieder an, wie das da oben aussieht. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Kohle sollte jeden Moment langlaufen. Ich habe gerade angeschlossen, also ne, dauert einen kurzen Moment. Vor allem, weil der ja langsam was holt. Aber ich sehe, da hinten in dem Löchlein bewegt sich was. Das ist sehr gut. Also Kohle haben wir. Jetzt geht's hier weiter. Wir haben Wasser, das da oben hochgeht. Wir haben hier kommt die Kohle, da kommt das Kupfer, was scheinbar funktioniert. Kommen wir hier rein? Ach, guck mal. Wir können ab hier quasi wegmachen. Dann tun wir das mal. So. So, da kommt die Kohle. Und wenn ich jetzt noch dem Assembler sage, was er zu tun hat, wäre das, glaube ich, auch ganz gut, ne? Das steht ja schon mal an, das Zeug. Du machst mir bitte, wo seid ihr? Da unten. Du machst mir die Kollegen. Und du bekommst auch Strom. Und zwar von da. Wunderbar. Schrauben gehen rein. Die ersten. 195 pro Minute, das müsste auch passen. Die machen 40 pro Minute. Also ja, das muss jetzt natürlich erstmal anlaufen alles. Was richtig gut wäre, wenn die da vorne auch noch mit dazu kämen. Ne? Aber das ist ja Gott sei Dank kein Problem. Da sagen wir einmal Hallo. Ich hätte gerne auch welche. Packen die. Ja, ist ein bisschen schief geworden. Aber ist ja nicht so wild. Das heißt, da kommen jetzt ordentlich Stangen an. Die fangen langsam an, dann hier reinzulaufen, das voll zu machen und du machst mir meine Rotoren. Die ersten drei haben wir schon. Wunderbar. Und dann müssen wir das Ganze da vorne draufsetzen. Das machen wir jetzt auch noch. Und zwar indem wir hier hingehen. Genau bis an die Kante. Packen uns zwei Stück davor. Müssen wir gucken. Erstens, kriegen wir das? Ich glaube nicht, ne? Das wird nicht passen. Nein. Oh. Einmal. Dahin. Gucken wir mal. Guck mal, wie viele wir brauchen. So. Du kommst von da bis
dort. Kommst du von da bis dort? So gerade eben. War aufgeschissen, ob das jetzt schön ist oder nicht. Bleibt so. Oder? Na, der kann weg. Und die können weg. So. Sieht irgendwie ungleichmäßig aus. Macht aber nichts. Die stehen jetzt da an. Ups. Hallo. Danke. Sind mit auf dem Band. Werden ja, langsam einsortiert, auch wenn die gerade das Wichtigste sind quasi. Aber sie kommen durch. Gehen hier entlang. Ach, hier eigentlich. Ah, Kanister. Das sind die Kanister. Jo. Wunderbar. Geht da lang. Da geht's durch. Da kommt noch ein bisschen was anderes zu. Und da geht der erste weg. Okay, wunderbar. Das heißt, das dauert jetzt ein bisschen. Ich kann ja das Spiel ein bisschen laufen lassen. Gar kein Problem. Aber wir haben das wenigstens abgeschlossen. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Käffchen.